So, meine Lieben, ich bin jetzt im Stadion an der Altförsterei beim Derby, Union gegen Hertha. Und geht doch gleich los, war ganz schön voll gewesen, aber jetzt bin ich drin und viel Spaß beim Video. Ausverkauftes Haus heute. Entspannt. Wir sind für beide eine Menge auf dem Video. Jetzt kommen gleich die Mannschaften raus. Weiter gespielt.
200 machen. Ganz schön hart gefahren. Noch ein Freistoß. Verdient 1-0, muss man so sagen. Hat jetzt zweimal besser ausgespielt, kann es auch höher stehen können. Der Ball ist noch heiß. Wir haben 16er. Das war ja ganz knapp. Also Union macht das Spiel. Fetter reagiert momentan so. Und ja. Union ist schlauer, macht es jetzt für 2-0. Nächster Angriff. Feuer! Nicht richtig getroffen, aber guter Angriff. Aber sieht ja nicht so aus, als ob Hertha noch was macht. Also ich habe eine halbe Stunde gespielt, aber es ist ganz klar für Union das Spiel. Da dann wegen siehst du Hertha so. Da dann. Dann hält sich da unten und ja, genießt das Spiel nach rein. Ich habe es auch schon jedenfalls. Kannst du schon vorstellen? Jetzt macht es dann noch, da hat er was gemacht. Standard für Union, das wird immer gefährlich getreten. Sehr, sehr gefährlich getroffen. Nicht der Standard. Gut aufgepasst, das Solo. Das war das Halbzeit, ganz das Stadion steht auf. Das wird es überprüft. Noch VR.
angezeigt mit 2-1. Aber ja, nach Regel kriegt der Schiri ein Signal, wenn der Ball hinter der Linie ist. Auch für eine Uhr. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Ja, da ist jetzt auch mal aufgestanden. Also bei Abseits etc. wird immer nachgemessen, aber weil Teil auf der über der Linie ist oder nicht. Halbzeit, muss man sagen, also Union verdient. So an sich, führt Union verdient zur Halbzeit 2-0. Und das ist raus. Fans sind immer dabei. Hertha-Fans kann man kein Problem machen. Allzu verlassen werde ich niemals probieren, weil wir das kleine Schloss nur importieren. Erst gegangen, dann gewählt. Das stand noch nicht ganz groß in der Welt. Das ist schon mal besser als in der ersten Halbzeit von Hertha. Das jetzige Spiel, also war eigentlich eine ganz gute Chance, wenn aber richtig reingebracht wird. Das ist mein Standard für Hertha.
auch kann. Muss man aber sagen, das ist der Unterschied zwischen Union und Hertha auch. Ja, das ist vorne ganz schwach von den Leuten von Hertha. Wirklich? Standard. Von Boateng und Ecken kam. Hier ist das geht raus. Einer muss noch. Ne? 61. Spielminute. Doppelwechsel bei HSV auf dem Spiel gegen Mannheim, Schuss von Klopzek und die Nummer 17 Maximilian Mittelstädt, neuner Partie. Mit der Nummer 10 Jürgen Heckel empfangen und mit der Nummer 27 Kevin Prince Boateng. Wir bedanken uns bei neuen Spielen mit der Nummer 6 Julian und mit der Nummer 9 Andreas. Und hier der Hinweis an die Damen und Herren im Gästeblock, das Abbrechen von Pyrotechnik im Stadion in der Rechtsklasserei. Das war fast 3-0 gewesen. Und es ist
Beckmann hochverdient das zweite Sieg. Mannschaft aufmachen. Mal gucken, wie die Fans jetzt noch abziehen. Da gucken wir seine Millionen zur Ecke zu den Fans. Aber den Fans wird es natürlich nicht gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Union hat jetzt 2-0 gewonnen. Hertha, die Fans wird es nicht gelegen haben, aber die Spieler, ja, man muss wenigstens kämpfen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.